Die Sims sind in dieser Woche 24 geworden und ich muss mich mal ganz kurz über diesen traurigen Sims-Geburtstag aufregen. Kennt ihr diese Freunde, die nie verraten, wann sie Geburtstag haben und diesen auch nie feiern? Die Sims gehören da auf jeden Fall mit dazu, denn in diesem Jahr haben mich die Sims erst heiß auf ein paar nette Kleinigkeiten gemacht, dann wurde ich aber leider enttäuscht. Eigentlich fing es doch so gut an. Am Sonntag haben die Entwickler dieses nette Video veröffentlicht, in dem sie geteilt haben, dass die Sims 24 werden und dieser gefeiert werden wird. Mit einem neuen Merch-Drop, Gewinnspiel und mehr. Meine ganze Aufmerksamkeit lag dabei direkt auf dem und mehr, hinter dem man ja theoretisch ein nettes kleines Update oder Sims Delivery Express hätte erwarten können. Ganz am Anfang von The Sims 4 war das auch noch so üblich. Ich erinnere mich noch so gerne an den 16. Geburtstag der Sims zurück, mit dem ein Update mit Gärtnern, die bis dahin gefehlt haben, das versteckte Grillkäsebestreben, Klemmtomane-Merkmal und der tragische Clown wieder zurückgekommen sind. Hier haben sich die Entwickler wirklich Mühe gegeben und Features implementiert, die von der Community heiß vermisst wurden und eine Hommage an vergangene Sims-Features darstellen. Allzeitklassiker wie das vibrierende Herzbett oder andere nette Objekte aus dem ersten Sims-Teil wären wirklich ein gelungener Geburtstag gewesen. Hier haben die Entwickler auch im Dachbodenschätze-Set aus dem letzten Jahr ein paar nette Referenzen an vergangene Objekte versteckt. Genau sowas mit einem neuen Update und wir hätten uns gefreut. Nachdem für Montag nur der Merch-Drop angekündigt wurde, war ich gespannt, was wir an neuen Klamotten erhalten würden. Auch wenn ich weiß, dass viele von euch den Merch der Sims sowieso uninteressant finden, dachte ich, dass spätestens jetzt Klamotten oder Motive kommen werden, die mir endlich mal richtig gut gefallen, aber ja, neu ist nur dieser Pin. Ha. Irgendwie einfach unnötig. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass jemand von euch gerade kreischend vor Freude vor seinem Bildschirm sitzt und im zweiten Tab schon den Sims Store geöffnet hat. Falls doch, lass jetzt ein Abo da. Als dann am Dienstag kein Update angekündigt oder veröffentlicht wurde, habe ich mich dann auf den Donnerstag gefreut. Aber auch hier sind wir leer ausgegangen. In der Community gab es viele Spekulationen, ob hier möglicherweise der angekündigte Sims Delivery Express oder das perfekt passende neue Geburtstagsset veröffentlicht wird, aber das wäre wohl zu logisch gewesen. Jetzt im Nachhinein sieht das Geburtstagsupdate mit dem neuen Whirlpool, über das wir uns im Jahr 2020 noch lustig gemacht hatten, im Vergleich noch richtig gut aus. Klar, offiziell haben die Entwickler nie angekündigt, dass ein Update erscheinen wird. Ich bin aber trotzdem traurig, dass die Sims-Entwickler den Geburtstag nur so feiern, dass maximal das Marketing-Team hiermit involviert wird und nicht die Entwickler selber neue Inhalte erstellt haben. Größere Basisspiel-Updates sind in letzter Zeit generell rar geworden und so scheint EA nicht mehr für den eigenen Geburtstag etwas Nettes für die Spieler veröffentlichen zu wollen. Habt ihr den Sims-Geburtstag auf dem Schirm gehabt und seid ihr ebenfalls ein wenig enttäuscht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.